Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit den Kinglight Solarlampen. Die sind mir direkt aufgefallen. Warum? Weil sie in verschiedenen Farben leuchten können. Wirklich geil. Cooles Stuff. Beleuchtung ist immer nice, oder? Vor allen Dingen, wenn sie solarpowered ist. Diese Solarlampen hier sind für den Außenbereich gedacht, für den Garten. Es gibt 12er Pack und es gibt ein 2er Pack. Ihr wählt, bei 12er Pack ist es günstiger, fast 3 Euro pro Stück günstiger, nur mal so nebenbei, als im Double Pack. Das heißt also, wir haben Solarlampen für den dekorativen Garteneinsatz. Es sind wasserdichte Gartenlampen für die Terrasse. Die sind nicht so wasserdicht, dass sie unter Wasser betrieben werden können, weil da kommt auch gar keine Sonnenlicht großartig hin, weil das ja nicht so solarmäßig so prädestiniert ist unter Wasser. Wir haben 2 Modi, LED warmweiß und farbwechselnde Beleuchtung. Cool, oder? Können wir auch sehr gut an Stufen, an Treppen, am Balkon anbringen. Macht einen richtig nicen Look, finde ich. Diese reizenden und schönen Solarlampen für den Außenbereich verwenden hocheffiziente Solarmodule aus monokristallinen Silizium. Eine smarte Lichtsteuerung, eine automatische Aufladung während des Tages reicht für 8 Stunden bei normalem Licht und automatische Einschaltung, Beleuchtung für bis zu 12 Stunden in der Nacht. Also wenn ihr tagsüber 8 Stunden normales Licht habt, weil auch es muss nicht die Sonne, also die Sonne scheint ja, die scheint ja permanent. Und wenn bei uns Tag ist, dann scheint die halt auch. Und deshalb ist es hell. Und auch diese solareffiziente Strahlung kommt auf den Boden, selbst wenn es Wolken am Himmel gibt zum Beispiel. Es muss nicht direkt die Sonne da drauf ballern, damit das Solarpanel Energie erzeugt. Denn Solarzellen arbeiten heute effizienter als vor 20, 30 Jahren. Okay, das bedeutet, wenn wir am Tage 8 Stunden normales Licht oder natürlich besser wäre Sonnenlicht, ne, haben, dann wird sie nachts bis zu 12 Stunden arbeiten können. Das heißt, die Solarbeleuchtung geht automatisch in der Dämmerung an und geht auch automatisch dann wieder aus, wenn es zu hell wird, sprich wenn die Sonne wieder aufgeht. Was haben wir? Wir haben eine Solarbeleuchtung in verschiedenen Farben. Sie arbeitet sicher und zuverlässig. Wir haben 2 Modi, die wir wählen können, entweder warmweiß oder Farbwechsel. Das heißt, wir haben 8 helle LEDs und 2 Beleuchtungsmodi, warmes Licht und Farbwechsel. Können wir choosen selber. Der Warmlichtmodus eignet sich für die tägliche Beleuchtung und das 7 Farbenverlaufsmodul eignet sich eher fürs Festival und Gartendekoration. 2 Arbeitsmodi können wir durch die Knöpfe an der Unterseite dann einstellen und wählen, wie wir es gerne bevorzugen, gerade wie wir in Stimmung sind. Diese Solarlampchen hier für den Autobereich bestehen aus hochwertigem ABS-Material, das eine gute Haltbarkeit aufweist. Mit der IP65 Wasserdichtigkeit und Zertifizierung kann es bei verschiedenen hohen Temperaturen, Kälte, also niedrigen Temperaturen und anderen schlechten Wetterbedingungen auch eingesetzt werden. Das heißt also Spritzwasser, Regen, dranpullern etc. ist möglich. Es ist ein sehr schönes Feature im Außenbereich, wo ihr keine direkte Energieversorgung seitens des Stromnetzes habt. Vor allen Dingen spart es uns natürlich auch Strom, weil wir den Strom nicht dort verbuttern, sondern die Solarleuchten oder die Solarzellen wandeln am Tag die Sonnenstrahlen in elektrische Spannung, in elektrische Freunde um und dann wird ein Akku geladen, der da drin ist, der dann nachts sozusagen den Betrieb dieses Gerätes dann aufnimmt. Wirklich cool. Die Solarlampe ist natürlich für den Garten absolut geeignet und sie ist einfach zu installieren. Es erfordert keine Verkabelung. Wir verwenden einfach die 2 Schrauben oder doppeltes Klebeband, um es zu befestigen. Ideal für die Außentreppe, für die Gartendekoration, für den Balkon, Landschaftsgestaltung, für Korridore, für Höfe, für Wege, für Terrassen, für Treppen, für Zäune, für Wände und so weiter und so fort. Die Dinger sind 8,5 x 8,5 x 5 cm groß. Sind also recht kompakt, aber
durch ihre Kompaktheit gibt es ja auch mehr davon, die wir dann einsetzen können. Recyceltes Material hier bei der Verpackung, ne? Kommt jetzt nicht gerade spektakulär dabei, aber ist ja okay. So, und hier haben wir eine Bedienungsanleitung in Form, wie es aussieht. Also es ist eine schwarz-weiß Gemälde. Auf Englisch ist die Bedienungsanleitung. Hier steht IP65, 10 bis 12 Stunden wart, kann es arbeiten, 6 bis 8 Stunden aufladen, habe ich alles schon erzählt. 600 mAh ist drin, ein NIMHAA. Das bedeutet, wir könnten, weil die Bauform AA ist, könnten wir sie auch wechseln, wenn sie mal das Geist aufgibt. Der Akku da drin, meine ich jetzt. Ne? So, hier haben wir 1, 2, 3, 4 Befestigungsschräubchen, 4 Dübel, wenn wir es zum Beispiel an Betonwände ballern wollen. So, jetzt holen wir das mal raus hier. Hier ist Number One. So, was haben wir hier? Hier ist der Leuchtkörper. Hier sind die LED oder die LED-Unit ist hier drunter. Es ist auch, das ist unten, das ist oben. Okay, denkt daran. Erstens, damit das Panel immer im Licht steht und damit auch das Wasser, was hier ja regnerisch dranballern wird, hier an den Seiten abfließen kann. Okay, jetzt schauen wir oben. Da sind die Solarpanel. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 8 Module. 8 Module, die sind in, meistens sind die parallel geschaltet, aber die einzelnen Modulsektoren, damit wenn mal eins ausfällt, dass es dann weitergeht. Aber das kann ich jetzt mit Sicherheit natürlich nicht sein. Die können auch genauso in Reihe einfach geschaltet sein. So, hier haben wir, oh, das ist ja cool. Guck mal hier, das ist ja, viele Hersteller sollten sich da mal was abschneiden. Zieht euch das rein. 54 mm Abstand, Bohrloch hier, Bohrloch da, beziehungsweise Schraubloch dort, Schraubloch dort. Und das lassen die direkt hier auf die Platte hinten drucken. Ausgezeichnet. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Denn viele, da muss man dann messen, man vermisst sich, hier kannst du es direkt sehen. Wir brauchen 54 mm Abstand, also 5,4 cm. Machen wir zwei Löcher, machen Dübel rein, Schrauben rein, fertig, aufhängen. Super. Was haben wir hier hinten? Hier hinten ist ein es ist ein Hebel. Der Hebel kann bewegt werden nach oben und nach unten. Da gibt es die Mittelstellung, das ist off, aus. Obere Stellung ist das warme Licht. Das heißt, dort ist nur ein weißes Licht zu sehen, das aber in einen warmen Farbton geballert ist. Sprich, also es geht ins Orange, nicht ins Blaue. Und dann können wir wieder ausmachen und wieder an. RGB, Rot, Grün, Blau. Das heißt, das ist der Farbwechsel, der dort uns dann die 8 Farben liefert, die dann so ineinander laufend sind. Cool, das ist schön. Und, ja, ihr seht es ist jetzt nicht an, da muss erst dunkel werden und dann funktioniert es. Cool, oder? Und jetzt seht ihr auch, wie die hier den Farbverlauf haben. Sieht echt schön aus. Ne, der einzelne Farbverlauf ist da. Was sehen wir? Wir sehen, da drin sind 2 LEDs. Ne, 1, 2. Und diese LEDs fahren jetzt ihr Programm ab im RGB-Spektrum, eine schöne atmosphärische Beleuchtung rauszuballern. Echt schön. Guck mal, wie das schöne Farbwechsel. Das heißt also, wir haben ein schönes Ambiente-Licht hier geschaffen, was unseren zum Beispiel Garten wirklich sehr dekorativ dahin zeigen wird. Und wenn es dann hell wird, ist es wieder aus. Jetzt machen wir nochmal Warmlicht an. Zack, guck hier, bei Warmlicht gehen auch mehr LED an sich gerade, und zwar 6 Stück an der Zahl. Ja, da seht ihr sie, ne? Ja doch, jetzt könnt ihr also sehen. 6 Stück gehen an und machen so ein diffuses, warmes, schönes Licht. Auch dort gilt wieder, sobald wieder Sonne im Anmarsch ist, geht das System automatisch aus und wieder an. Sehr schön. Und davon gibt es, wie ich schon sagte, 2 Stück. Die sind immer zu zweit verpackt. Wenn ihr dann die 12 Stück holt, dann kriegt ihr mehr von denen, und zwar 12 Stück. Wenn ihr die 2 holt, dann kriegt ihr eine Verpackung mit 2 Stück. Sehr schön, richtig schön dekorativ für den Garten, für im Prinzip, wo ihr wollt. Aber achtet immer darauf, es muss eine Beleuchtung vor Ort sein. Sprich, es muss Kontakt, dieser obere Bereich muss Kontakt zur Sonne haben, also zur Sonnenstrahlung. Und dann läuft das schon. Kinglight Solarlampen für den Außenbereich, zum Beispiel im Garten einsetzbar. Ganz einfach zu installieren und dann machen die alles von alleine. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!